14. April 2024. Berlin-Brandenburger Tor im Gespräch mit Frau Erster, Kriminalhauptkommissarin Anja Dürschke, Leiterin der Pressestelle der Polizei Berlin, die heute einen Einsatz hat am Brandenburger Tor. Worum geht es bei dem Einsatz heute? Ich bin hier heute im Einsatz im Auftrag der Direktion Einsatz und Verkehr. Wir betreuen mit rund 850 Einsatzkräften die stadtweite Versammlungslage und die Durchsetzung des Verbots des Palästina-Kongresses. Aktuell befinden wir uns auf dem Pariser Platz. Hier ist eine Kundgebung angezeigt worden mit dem Titel Solidarität mit Israel. Die Veranstalterin rechnet mit 1000 Teilnehmenden. Aktuell sind es gut 300. Man sieht aber auch im Hintergrund, dass es vereinzelt immer noch Zulauf gibt. Bis 17 Uhr soll die Veranstaltung dauern und sie ist bis dato störungsfrei. Es gibt Zustrom. Wer ist die Veranstalterin? Es handelt sich um eine Einzelanmelderin, zu der wir keine weiteren Angaben machen können. Was ist das Thema der Versammlung heute? Solidarität mit Israel. Aus welchem Anlass? Aus Anlass der weltpolitischen Geschehnisse in der vergangenen Nacht ist es hier ganz kurzfristig zur Anmeldung dieser Kundgebung gekommen. Also ich sage es mal deutlich, Iran und die Terrororganisation Hezbollah greifen Israel an. Es ist anzunehmen, dass die Kundgebung damit im Zusammenhang steht. Das ist zumindest die Neuigkeit, die in der Nacht eingetreten ist. Und so wie ich die bisherigen Redner verstanden habe, wenn sie sich gegen das islamistische Regime in Iran und gegen die Terrororganisation Hezbollah. Möchten Sie dazu noch was sagen? Nein, uns geht es darum, die Versammlung zu gewährleisten, sodass sie störungsfrei stattfinden kann, eben auch möglicherweise Gegendemonstrationen zu ermöglichen, aber eben ohne gegenseitige Störung. Das ist die Aufgabe der Polizei, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen und Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Ist die Kundgebung bisher störungsfrei? Verlaufen. Die Kundgebung ist absolut störungsfrei verlaufen. Bis dato gibt es weder Gegenproteste noch irgendwelche anderen Vorfälle, die der Rede wert wären. Heute ist Sonntag. Heute wäre der dritte Tag des Palästina-Kongresses, der verboten wurde. Bleibt er verboten heute? Ja, tatsächlich wurde am Freitag die Versammlung nicht nur unterbrochen, sondern auch verboten, und zwar auch für die Tage Samstag und Sonntag. Und auch das ist heute unsere Aufgabe, dieses Verbot weiter umzusetzen und zu gewährleisten. Die Veranstalter des Palästina-Kongresses sagten, sie hätten beim Verwaltungsgericht Berlin einen Eilantrag eingereicht gegen das Verbot. Ist da eine Entscheidung an Ihre Behörde übermittelt worden? Eine juristische Entscheidung liegt nach meinem Kenntnisstand noch nicht vor. Also Ihnen wurde kein Beschluss zugestellt? Richtig. Und das Justiziariat Ihrer Behörde wäre auch erreichbar am Sonntag? Für solche Fälle ist unser Justiziariat als stetige Beratung auf der Behördenleitung selbstverständlich erreichbar. Aber es gibt auch heute Bereitschaftsrichter, zumindest eine Kammer ist heute auch verfügbar am Verwaltungsgericht. Und sollte die Kammer entscheiden, wäre der Entschluss auch zustellbar? Der Entschluss ist immer zustellbar. Die Polizei Berlin ist 24/7 zu erreichen und entsprechend könnte dann auch von den richtigen Stellen bewertet und reagiert werden, wenn das notwendig ist. Sind auch alle Ersatzveranstaltungen zum Palästina-Kongress verboten? Alle Ersatzveranstaltungen sind verboten, beziehungsweise sollte es Veranstaltungen geben, muss natürlich auch bewertet werden, ob es sich um eine Ersatzveranstaltung handelt. Sollte das der Fall sein, dann wäre das Verbot auch dafür gilt. Heute wurden Vorträge gehalten im Camp der pro-palästinensischen Aktivisten am Reichstag, also zwischen Bundestag und Kanzleramt. Da befindet sich ein Camp. Und da wurden heute Vorträge gehalten. Und politische Beobachter bewerten das als Ersatzveranstaltung. Wie bewerten Sie das? Das Protestcamp in der Heinrich-von-Gagern-Straße war schon im Vorfeld des Kongresses angemeldet und wird auch gewährleistet, sodass der Fortbestand dieses Camps nicht als Protestveranstaltung gewertet werden kann. Aber wenn jetzt Redner, die im Programm stehen des Palästina-Kongresses, stattdessen ihre Vorträge in dem Camp beim Kanzleramt halten, würde das dann dem Charakter einer Ersatzveranstaltung gleichkommen? Nicht in Gänze und müsste im Einzelfall sicherlich bewertet werden. Wir haben Kenntnis von einem Livestream, der auch in diesem Camp ausgestrahlt wurde. Auch diesen haben wir betrachtet. Er war frei von strafrechtlichen Inhalten. Und inwieweit dieser Livestream mit den entsprechenden Redeinhalten als verbotene Ersatzveranstaltung bewertet werden kann oder sollte, befindet sich gerade in der Prüfung der Polizei. Genau, es gibt
ein Livestream und es sollen in diesem Livestream dem Vernehmen nach Redner sich äußern, die auch hätten auf dem Kongress sprechen sollen, die auch zum großen Teil angereist sind nach Berlin, um dem Kongress beizuwohnen. Genau, das würde noch geprüft werden. Jetzt. Das wird aktuell geprüft. Uns ist es bekannt, dass es diesen Livestream gibt oder gab. Wir haben ihn verfolgt, einerseits eben, um strafrechtliche Inhalte bewerten zu können, sofern es die gibt. Gibt es nicht, gab es nicht zum Zeitpunkt meiner Nachfrage. Und inwieweit es sich hierbei um eine verbotene Ersatzveranstaltung handelt, prüft unser Justiziariat. Ich stelle ja nur die Fragen. Ich habe halt diese Beobachtung wahrgenommen und stelle nur die Fragen, Frau Dörschke. Alles gut. Am Freitag gab es noch einen Einsatz um 16 Uhr am BER-Flughafen. Da wurden Menschen in eine polizeiliche Maßnahme einbezogen, die demonstrierten gegen ein Einreiseverbot gegen eine Person. Können Sie dazu was sagen? Nein, tatsächlich liegt der Flughafen BER im Land Brandenburg. Und Einreiseverbote werden dann, sofern man die Person antrifft, von der Bundespolizei vollzogen, sodass Sie bitte sowohl bei der Pressestelle der Polizei Brandenburg wie bei der Bundespolizei diese Fragen beantworten lassen müssen. Sie stehen ja als Leiterin der Pressestelle der Polizei Berlin in der Öffentlichkeit und sind ja auch bekannt durch die vielen Interviews, die Sie geben. Und jetzt wurden Sie heute von einer Passantin gefragt, die gehört hatte, dass bei der Palästina-Konferenz der Strom abgestellt wurde, ob Sie es waren, die den Stecker gezogen haben. Das ist natürlich nicht so. Bei der Polizei Berlin hat jeder seine Aufgabenfelder, eben um technische Mittel, Strom zu unterbinden oder Eingang in Räumlichkeiten zu erhalten, haben wir unsere technische Einsatzeinheit und entsprechend geschulte Kräfte. Ich bin Leiterin der Pressestelle und sprechen für die Polizei Berlin zuständig und muss eben entsprechende Maßnahmen oder darf entsprechende Maßnahmen transparent und verständlich machen für alle Menschen, die uns zuschauen. Ich habe ja auch gesehen, dass Sie nicht die einzige Beamtin der Polizei im Einsatz waren. Und Sie können ja auch nicht überall gleichzeitig sein und Sie können auch nicht jede Aufgabe erledigen. Nee, das macht auch gar keinen Sinn. Das würde nur einen Zeitverzug mit sich bringen, wenn eine Person alles machen müsste oder dürfte. Und von daher freue ich mich auch an der Stelle, dass Aufgaben so sinnvoll verteilt sind. Also, da Sie gerade so schön in der Sonne stehen, Frau Dürsch, gefällt mir Ihre Bindung hier auf am Hemdkragen. Was ist das für eine besonders schöne Bindung? Das nennt sich Plastron. Das ist tatsächlich ein dienstlich geliefertes Bekleidungsstück. Und es ist im Prinzip ein Bekleidungsartikel für die Frauen in der Polizei, die den Polizeibinder nicht tragen möchten. Das ist sozusagen die weibliche Form eines Binders. Das sehe ich heute zum ersten Mal an Ihnen. Das stimmt, ich trage ihn nicht so oft, aber ich fand heute den Tag dafür angemessen. Ja, dafür auch mein Kompliment. Haben Sie denn, was ich jetzt nicht sehen kann, die neuen Polizeisocken an? Nein, die habe ich tatsächlich nicht an, weil hier gibt es auch eine Dienstvorschrift, dass man eben dunkle Socken zu tragen hat, wenn man Uniform trägt. Die Polizeisocken gibt es in Weiß, in Rosa und in Hellblau. Passt alles nicht zur Uniform und letztlich sind die Socken auch nicht für Polizisten und Polizisten, sondern eben für die Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Ich kenne aber Polizisten unter uns, die gern solche Socken hätten. Ja, es gibt einige, die diese Socken haben wollen würden, aber in erster Linie ist es für Menschen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Auf Instagram hat sogar die Polizei Erfurt gebeten um ein paar Socken. Inwieweit das Team Social Media dieser Bitte dann nachkommt, kann ich nicht sagen. Okay, aber Sie haben kein paar Socken bekommen. Nein. Und Sie können demnach auch keine tragen. Zu Hause kann ich die tragen, aber im Dienst nicht. Ich bin glücklicher Besitzer eines rosa Paares und freue mich da sehr drüber und fand das eine schöne Aktion. Ja. Weil die Pressestelle war leider nicht dabei. Nein, da ist es eben wie mit dem Steckerziehen. Die Sparten sind unterschiedlich verteilt. Jeder arbeitet in seinem Gebiet, damit wir einfach auch mehr möglich machen können, als wenn ein Bereich alles machen würde. Und als Chefin der Pressestelle mischen Sie sich auch nicht in die Social-Media-Angelegenheiten ein? Sofern ich um Beratung gebeten werde oder wir Sprachgebräuche abstimmen, sehr wohl, ist aber kein Einmischen, es ist vielmehr ein Abstimmen, um eben gemeinsam gemäß unserer One-Voice-Strategie nach außen hin aufzutreten. Und ansonsten alles, was den fachlichen Bereich angeht, tauschen wir uns aus, aber wir mischen uns nicht ein.
Aber Sie dürfen auch mal einen Beitrag leisten, wenn ich mich an das schöne Foto erinnern darf, das Sie beim Freundschaftsspiel Deutschland-Türkei vor dem Olympiastadion gemacht haben mit den friedlichen Fans, die sowohl eine deutsche als auch eine türkische Fahne hatten. Das war doch von Ihnen. Das war von mir und tatsächlich ist es eben auch da so, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das Team Social Media ist personell nicht so aufgestellt, dass sie zu jedem Einsatzanlass selbst draußen nach guten Motiven suchen könnten. Und da wir aber alle im Bereich der Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt sind, ist es für uns selbstverständlich, nach schönen Motiven zu suchen und sie dem Team Social Media zuzuleiten. Also es ist ein Geben und Nehmen und auch ganz eine gute Kollegialität und auch man hört aufeinander, wenn ein guter Rat gefragt ist. Genau. Und ergänzt sich. Und sie dürfen halt auch mal was, die darf auch mal gepostet werden vom ganz Social Media Team. Also, ist jetzt keine, also wir sind wirklich eng vernetzt und eng im Austausch. In den Feinheiten hat jeder seinen Bereich, aber wo wir uns helfen können, tun wir das. Dann wünsche ich Ihnen heute noch einen friedlichen Einsatz. Haben Sie denn noch irgendwas vor sich heute? Nein, wir werden jetzt erstmal hier diese Kundgebung gewährleisten, nochmal auch einen Blick natürlich in das Camp in der Heinrich-von-Gagan-Straße werfen, schauen, wie sich die Lage in der Stadt entwickelt, ob es noch pro-palästinensische Kundgebungen oder Demonstrationen gibt als Reaktion auf die Geschehnisse der letzten Nacht. Und werden entsprechend diesen Einsatz auch bewältigen. Heute ist auch dieser weltweite Action Day für Palästina, also Aktionstag für Palästina. Hat sich da schon irgendwas getan in Berlin? Tatsächlich hat sich bis dato da noch gar nichts getan, aber ja, der Aufruf ist uns natürlich bekannt. Und haben Sie im Blick? Haben wir selbstverständlich im Blick. Also ist das hier gerade Ihr erster Ortstermin für genau. heute? Genau. Dann nochmal einen schönen Einsatz, Frau Dürschke. Dankeschön.